Abend. Willkommen zur Dienstags-Doppelmeditation. Und heute mal ein bisschen ein anderes Programm. Wir machen nämlich eine Doppel-Samatha-Meditation. Erst eine Atem-Körper-Ruhe-Betrachtung, um dann im zweiten Teil einmal unsere Metta-Praxis wieder auf Hochglanz zu polieren. Und im Laufe der nächsten Wochen werden wir da immer weiter dran arbeiten, nur dass ihr ein bisschen wisst, was Sache ist. Am besten fangen wir gleich an. Können wir damit uns an die rechte Ansicht zu erinnern. Der in Kurzfassung nichts anderes ist als ein Verständnis darüber, dass Dukkha-Freiheit nicht da draußen, wenn einem Manipulieren und uns zurecht arrangieren der Außenwelt zu finden ist, sondern durch Achtsamkeit entsteht, wenn wir unseren Aufmerksamkeitsfokus auf heilsame Weise zu unseren Gunsten zu nutzen lernen. Etwas Besonderes, wenn wir die Möglichkeit bekommen, diese automatisierten geistigen Abläufe einmal zu unseren Zwecken, den Zwecken des Anwachsens der inneren Freiheit zu moderieren, zu optimieren. Die einfachste Möglichkeit, das zu tun, ist, den Fokus der Aufmerksamkeit einmal kontinuierlich und geduldig immer wieder bei einem inneren Erleben zu halten, dadurch aus den gröbsten Verstrickungen im Glauben an Vergangenheits- und Zukunftswichtigkeiten rauszufinden. Einfach nur gegenwärtig das Ein- und Ausatmen spüren. Immer wieder die Aufmerksamkeit einladen. Im Gegenwartsrahmen Körper ihren Fokus zu finden. Mit dem Ein- und Ausatmen ganz bewusst das Erleben dieser Atmung zur Hauptsache und zum Mittelpunkt zu machen. Ganz ohne uns dabei auf irgendeine Körperstelle festlegen zu müssen. Das
was uns in unserem Leben wissen lässt, dass wir einatmen, dass wir ausatmen, das Objekt unserer Aufmerksamkeit. Immer mehr lassen wir das Atem erleben, ganz generell diesen Effekt der Achtsamkeit zum Mittelpunkt unseres ganzen Interesses werden. Nicht so, dass andere Eindrücke
nicht mehr sein sollen oder nicht mehr sein dürfen. Und so, dass uns der Wert eines in der Gegenwart zufrieden ruhenden Geistes immer mehr bewusst wird. Manipulation der Außenwelt, Vergangenheit, Zukunftsentwürfe brauchen wir gerade einfach nicht, weil wir im Körper, in der Gegenwart zufrieden das Ein- und Ausatmen erleben. Wenn ihr merkt, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen schwammig wird, ein bisschen ungenau, können wir auch wissensklar uns ganz genau mit der Beschaffenheit dieses Ein- und Ausatmens beschäftigen, sodass wir die Eigenschaften, die Qualitäten
jedes einzelnen Einatmens und Ausatmens ganz bewusst erleben, ohne hier Referenzen zu haben, ohne uns wieder einzumischen, den Atem irgendwie zu optimieren versuchen, üben wir uns darin, jeden Atemzug, sei er lang oder kurz, ein und friedlich oder grob und noch irgendwie verklemmt, einfach so zu erleben, hier geschieht. Entdecken diese akzeptierende Seite, nicht involvierende Seite, Wissensklarheit als wichtigen Teil der Atemachtsamkeit.
achtsam und uns der Eigenschaft jedes Atemzugs klar bewusst. Atmen wir ein und aus. Und zwar so, dass nach und nach der ganze Körper zu einem Rahmen der Achtsamkeit werden kann. Verstehen den Atem und die Achtsamkeit auf den Atem, eine Möglichkeit, im ganzen Körper einen Rahmen zu erleben, in dem die Gegenwart geschützt ist vor ausbrechenden Gedanken. Friedlicher Ort, wo der Geist zur Ruhe kommen kann. Ein geschützter Rahmen mit jedem Ein- und Ausatmen.
Der Geist kommt nach und nach im Achtsamkeitsrahmen Körper zur Ruhe. Jeder Moment, in dem wir die Atmung achtsam und bewusst erleben. Lass den Geist erleichtert und zufrieden werden. Ist der Aktivitätsdrang im Körper, in der Welt, irgendetwas tun? Sich beruhigen und legen kann. Nirgends anders müssen wir hin. Nirgends anders wollen wir sein als beim Atem im Körper. Schützt im Rahmen der Achtsamkeit.
lassen die Aufmerksamkeit zunächst wieder beim Atem zur Ruhe kommen, lassen den Achtsamkeitsrahmen im Körper wieder stehen. Rahmende Körperachtsamkeit, indem wir einen Freiraum haben, heilsame Dinge zu kultivieren. Und die heilsame Qualität, die wir heute kultivieren wollen, ist Metta, eine Standardmeditation, die es vielleicht auch einmal vertragen kann, ein bisschen wieder gestärkt zu werden, ein bisschen vertieft zu werden, indem uns bewusst wird, welche schönen und ebenso Ablehnung, Negativität, befreiende Eigenschaften da drin stecken. Wunderbare Möglichkeit, universelles Wohlwollen, annehmende, liebevolle Haltung für uns und alle Wesen zu erreichen, einfach durch Übung, ein geschicktes Verwenden unserer empathischen Grundinstinkte. Heißt es Befreiung durch Schönheit, die wir auch verwenden können, um von Ablehnung, aber auch von Streben nach Schönheit im Bereich der Sinnlichkeit zu befreien. Und wir beginnen diese annehmende und wertschätzende, liebevolle Haltung in uns zum Entstehen zu bringen, indem wir an ein Kind denken, das wir kennen aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis, weil unser Säugetiergehirn einfach mal so geprägt ist, dass sich da ein beschützender und wohlwollender Puls zeigt, wenn wir ganz konkret an dieses Kind denken, dem es uns leicht fällt, die positiven Seiten zu sehen. Leicht fällt, verständnisvoll zu sein und annehmend, was nicht so perfekt ist. Direkt der Auslöser
Ja, das Entstehen einer liebevollen Metta-Haltung ist ja ganz einfach das Sehen des Liebenswerten in einem Wesen. Ganz ohne uns unter irgendeinen emotionalen Druck dabei zu setzen, können wir versuchen, die Vorstellung eines uns bekannten oder verwandten Kindes im Geist wirken zu lassen. Dabei annehmen, Wohlwollen stehen zu lassen. Eben ein Gefühl der Zuneigung, das uns durch seine Schönheit berührt.
Und den gleichen Empathiereflex versuchen wir dann auch auf uns selbst anzuwenden. Das Liebenswerte an uns selbst zu erkennen, mag uns manchmal nicht so leicht fallen. Vielleicht hilft es da, Vorstellungen auch von uns selbst als einem unschuldigen, beschützenswerten Kind zu verwenden. Ganz einfach, um diese grundsätzlich annehmende, nicht ablehnende Haltung anzunehmen. Zu einem angenehmen, wohlwollenden Gefühl führen kann. Eine heilsame Einstellung. Sich mal nicht immer kritisch mit den Fehlern und Nachteilen beschäftigt. Annehmend und wohlwollend ein Objekt, das für die Sammlung geeignet ist, findet in der Schönheit von Metta. Persönlich und friedlich dieses Wesen, das wir selbst gerade sind, annehmen und wohlwollend begegnen.
können wir über uns selbst hinausgehend die Menschen denken, die vielleicht am wichtigsten oder am häufigsten in unserem Alltag vorkommen. Familie, Kollegen, Kolleginnen, Bekannte, Freunde, Nachbarn. Suchen auch da immer wieder in Empathie, Instinkt in uns wach werden zu lassen. Das Liebenswerte sehen zu lernen. Nicht immer auf das Negative, des Ablehnenswerte, scheinbar Ablehnenswerte zu schauen, sondern auch das Nicht-Ablehnenswerte, das, was wir Leichtigkeit annehmen, liebenswert finden können. Auch einfach das Universelle uns in diesen Wesen wiedererkennen. Entdecken die Schönheit von Metta. Uns mehr beeindrucken und überzeugen kann als die kleinen Rechthabereien des Alltags. Ein Versuch, diese unsere uns wichtigen Mitwesen anzunehmen und ihnen wohlwollend zu begegnen.
Versuchen wir unsere Metta-Einstellung ganz unbegrenzt zu machen und auf alle Wesen zu beziehen. Ganz nach dem Buddha-Wort. Eine Mutter, ihr eigenes Kind im Leben zu schützen bereit ist. So bringe man allen Wesen gegenüber ein unbegrenztes Gemüt zum Entstehen. Versuchen wir uns diesem unbegrenzten, universellen Empathieimpuls anzunähern, indem wir allen Wesen annehmend und wohlwollend überstehen wie eine Mutter dem Kind. In jedem Wesen etwas Liebenswertes, Unschuldiges zu sehen bereit. Lassen wir unser Metta ganz universell werden. Eine Grundeinstellung des Geistes, die gar nicht mehr groß nachfragen muss, wer wie viel davon verdient hat oder nicht. Es ist sowieso egal, es ist sowieso für alle Wesen gedacht. So lassen wir die Metta-Einstellung unbegrenzt werden, Sinne, dass es da keine Gegenargumente mehr geben muss. Auch das somatisch erlebte Gefühl von Metta, dass wir unbegrenzt werden, indem wir es in den Raum hinaus wirken lassen, den wir mit allen Wesen teilen. Wie fühlt sich das an, allen Wesen annehmend mit Wohlwollen zu begegnen?
Zum Abschluss können wir wieder zum Atem zurückfinden, in den Achtsamkeitsrahmen Körper. Ganzaufnahme machen. Geist und Körper jetzt sind. Und ich möchte euch an dieser Stelle einladen, die Woche bis zum Dienstag zu nutzen, um wirklich eifrig Metta zu üben. Das Befreiende dieser Metta-Schönheit zu verwenden, Ablehnung und Sinnlichkeitsgier hinter euch zu lassen und mit dieser vielleicht verjüngten und erneuerten Deutung von Metta dann nächste Woche eine tiefe Vipassana-Erfahrung einzuleiten. Weil ja alle Aspekte des Dhamma immer zusammengehören. So keine Angst, keine Hemmung vor der Schönheit und Metta. Muss er ja nicht zu einem bombastischen, lauten Ich-Gefühl führen, eher zu einer bescheidenen, in der Stille freundlichen Haltung. Bereit ist für einen Perspektivwechsel. Dazu beiträgt, den Geist ganz frei zu machen vom Dukkha, Nichtwissens. So, danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.